Willkommen bei Confusio. Mein Name ist Matthias und ich werde Ihnen heute zeigen, wie man ein kleines Projekt von A bis Z macht, indem man eine KI trainiert, indem man sie validiert und am Ende auch eigene Dokumente auslesen lassen kann. Und da fangen wir direkt mal an, einfach mal zu zeigen, worum es überhaupt geht, weil im Grunde könnte man mit der Confusio-Plattform eigentlich jede Art von Dokumente auslesen. Wir haben uns heute für ein ziemlich simples Projekt entschieden, wo wir einfach von Restaurantquittungen, wie Sie hier sehen können, einfach hier unten den Bruttobetrag auslesen lassen wollen. Und ich zeige Ihnen jetzt, wie das geht. Das hier ist die Dokumentenansicht. Diese ist eigentlich die Standardseite, wenn man sich einloggt. Und im Moment sind hier noch keine Dokumente. Wir werden aber dafür erstmal ein Projekt erstellen und dann auch gleich schon Dokumente hochladen. Um ein Projekt zu erstellen, klicken wir hier auf Home. Projects, Add. Und hier werden wir dann unser Projekt benennen. Wir nennen es jetzt Quittungen. Dann werde ich hier noch meinen Account als User hinzufügen, die OCR-Methode aussuchen und abspeichern. Als nächsten Schritt werden wir ein Label hinzufügen. Das machen wir auch wieder über Home, Labels, Add. Das Label ist im Grunde das, was wir auslesen wollen, also hier der Bruttobetrag und das Projekt sind die Quittungen. Bevor wir die Daten hochladen können, müssen wir aber dieses Label noch zum Template hinzufügen. Hier auch wieder einfach auf Home, Templates, suchen wir unser Projekt aus, Quittungen. Und dann nehmen wir hier das Label und fügen es zu den Chosen Labels hinzu und speichern ab. So, jetzt können wir wieder zur Dokumentenansicht zurückgehen und dann hier jetzt schon unsere ersten Dokumente hochladen. Das geht ganz einfach hier über den Browser oder einfach über Drag and Drop. Und hier werde ich die Trainingsdaten hochladen. Hierfür brauchen wir bei Confusio nur 5 Dokumente, um schon ziemlich gute Ergebnisse zu erzielen. Deswegen einfach mal 5 Dokumente hochladen. Was ich auch schon gleich hochladen werde, ist unser Testdatenset. Das brauchen wir nachher nämlich, um quantitativ zu validieren, wie gut unsere trainierte KI überhaupt funktioniert. Die füge ich auch schon gleich hinzu. Dauert einen Moment, aber wir können im Grunde schon anfangen mit dem Labeling und das machen wir über die Smart View Funktion. Und hier in der Smart View Funktion kann man einfach, wie Sie sehen, die Quittung sehen. Und die KI ist im Grunde schon ein bisschen vortrainiert und erkennt schon, wo hier Informationen sind. Und das sind diese Boxen mit den gestrichelten Linien drumherum, das sind die sogenannten Entitäten. Und wenn man hier draufklickt, ändern sie die Farbe und dann kann man dieser Entität, die hier schon den Inhalt ausgelesen hat, kann man einen Wert zuweisen. Im Grunde hier ist der Bruttobetrag, weil wir nur ein Label haben bei diesem Projekt. Und der Bruttobetrag steht auch hier unten nochmal, deswegen werden wir ihn auch nochmal aussuchen. Dann werden wir hier diese File-Buttons verwenden, um zwischen den Dokumenten hin und her zu switchen. Und hier werden wir einfach alle Test- und alle Trainingsdokumente einmal auslesen. Einfach mal markieren. Genau. Wenn man hier eine Entität markiert, dann nennt man das eine sogenannte Annotation. Deswegen, das ist die Annotationsbar. Im Grunde, was hier passiert, ist, dass wir einfach der KI sagen, wo die Information, die es dann später für uns auslesen soll, zu finden ist. Wie sehen können Sie, dass hier unterschiedliche Arten von Quittungen von unterschiedlichen Restaurants und die Idee dahinter ist natürlich, dass man später Quittungen hochladen kann von egal welchem Restaurant und es immer findet, wo dieser Betrag ist.
das auch schon das letzte Dokument hier. Als nächsten Schritt werden wir die verschiedenen Dokumente entweder dem Trainingsdatenset oder dem Testdatenset hinzufügen. Dazu gehen wir wieder in die Dokumentenansicht. Und dann die ersten fünf Dokumente, die wir einfach hier mit dem Häkchen aussuchen können, können wir dann hier über diesen Reiter, der Action heißt, einfach aussuchen Add to Training Datasets und dann klicken wir auf Go. Kann man dann hier sehen, in welchem Datenset die Dokumente sich befinden. Dann nehmen wir die restlichen und fügen sie für die gleiche Funktion dem Testdatenset hinzu. Als nächsten Schritt werden wir jetzt der KI auftragen müssen, diese Trainingsdaten zu nehmen und damit zu trainieren. Und das machen wir, indem wir wieder auf Home gehen. Dann gehen wir auf Projekte, Projects. Und dann suchen wir unser Projekt aus. Klicken auf Retrain AI Model und klicken auf Go. So, dann können wir hier bei AI Models schauen. Sehr schön. Hier ist das AI Model, was trainiert ist, und hier sehen wir auch schon die Auswertung. Und so wie es aussieht, sind bis jetzt schon 75% aller Annotationen richtig gewesen, die KI selbst gemacht hat. Das heißt also, dass 3 von 4 der Annotationen richtig war, und das sind nach erst 5 Dokumenten. Und diese Zahl wird natürlich noch um einiges hochgehen, wenn es erstmal Feedback bekommt oder wenn man die Trainingsdaten vielleicht auch noch sogar ein bisschen vergrößern würde. So, das können wir uns jetzt aber auch direkt mal anschauen. Wir gehen jetzt auch mal auf Documents. Und dann laden wir jetzt einfach mal einen größeren Datensatz hoch. So, und jetzt beginnt der Prozess, wo die KI komplett selbstständig ausliest. Schauen wir uns doch einfach schon mal eines an. Gehen wir auch wieder hier in Smart View. Jetzt haben wir hier diese sogenannten Extractions. Das sind die Annotationen, die KI selbst gemacht hat. Und wie wir sehen können, also das ist richtig hier, der Bruttobetrag. Den können wir jetzt hier bestätigen. Und er hat jetzt hier mehrere Vorschläge gemacht. Also zum Beispiel hier, das ist ein Einzelprodukt und nicht der Bruttobetrag am Ende, auch wenn es jetzt hier die gleiche Zahl ist. Das werden wir jetzt hier mit dem X einfach nicht bestätigen. Man kann aber auch zum Beispiel sehen, dass hier, das ist zum Beispiel auch nicht, das ist auch ein Vorschlag, der nicht dem Bruttobetrag entspricht. Der hat natürlich hier, zum Beispiel hier haben wir 68% Wahrscheinlichkeit, hier haben wir nur 10%. Und wenn wir es zum Beispiel auslesen lassen, das Dokument, wählt er sowieso immer nur das mit dem höchsten, mit der höchsten Wahrscheinlichkeit. Deswegen hier hätte er sozusagen die richtige Entscheidung getroffen. Hier werden wir auch wieder Feedback geben, und mit jedem Feedback wird die KI dann auch noch stetig verbessert. So, als nächstes zeige ich Ihnen noch, wie man die Daten dann aber auch extrahiert, also exportiert vor allem. Und dann gehen wir wieder in die Dokumentenansicht. Und dann sagen wir mal, wir wollen einfach alle Dokumente, die wir jetzt gerade hochgeladen haben, innerhalb von einem Datensatz ausgelesen haben, weil wir wollen immer nur den Bruttobetrag, dann klicken wir hier wieder auf die Kästchen, so wie wir das auch vorhin schon gemacht haben. Dann gehen wir wieder auf den Reiter ganz unten und klicken dann auf Get All Data as CSV File. So, wir werden jetzt es als CSV-Datei extrahieren bzw. exportieren. Sie können aber natürlich in Ihrem persönlichen Projekt dann auch über eine API-Schnittstelle zum Beispiel es in ihre bestehenden Systeme integrieren. Aber wir werden jetzt einfach mal hier mit Excel öffnen, diese CSV-Datei, und sehen hier alle von allen verschiedenen Restaurants, alle Bruttobeträge. Und damit können wir natürlich jetzt machen, was wir wollen. Für uns endet das Video jetzt aber hier. Ich bedanke mich vielmals für die Aufmerksamkeit.
und wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihrem Testprojekt und freue mich auf Ihre Registrierung.